Es war einmal ein Presseausweisträger, der drehte eine Doku über den Drachenlord. Dazu fuhr er zu ihm in seinen Heimatort, filmte dort nahezu jedes Haus, lauerte dem Drachenlord gegen seinen Willen für ein Interview auf, doch der schmiss ihm dafür die Prügel raus. Ferner drangsalierte unser Presseausweisträger dort ein wenig die Nachbarn, die in der entstehenden Doku eine Gefahr für ihren Dorffrieden sahen. Doch der Presseausweisträger, der unter dem Namen Dennis Leifels bekannt war, drangsalierte weiter unseren YouTube-Star. Nach der Doku, die beschreibt, wie die bösen Trolle den vollkommen unschuldigen Rainer hassen, konnte es unser Presseausweisträger nicht lassen und machte sich ein zweites Mal auf den Weg zur Schimmelschanze. Dort produzierte er für die ARD ein weiteres Meisterwerk mit journalistischem Glanze. Zwar fanden Kritiker die Produktionsweise der ersten Doku schon nicht so nice, aber dem Dennis war das scheinbar egal. Er besitzt ja schließlich einen Presseausweis. Der gibt schließlich das Recht zu belästigen und die bösen Hater als Feindbilder zu festigen. Dass der gute Dennis damit kein bisschen besser als die Kuchenkinder ist und sich in der Doku mit seinen eigenen Worten disst, merkt er scheinbar nicht. Vielleicht aufgrund von mangelnder Selbstreflexion. Und dafür erntete er, überraschenderweise, Spott und Hohn. Vor einigen Tagen gab Drachenlord dann bei Herrn Justam ein Interview. Dort äußerte er sich dann dazu und bezeichnete den Presseausweisträger als Hater. Doch scheinbar lauschte Dennis mit und schrieb Herrn Newstheim, er möge die Äußerung über sich löschen, sonst drohte er mit einem rechtlichen Schritt. Ganz nach »Nimm das sofort runter oder ich verklag dich« Attitüde, bezichtigte er Drachenlord der Lüge. Dumm nur, dass selbst der Lügenlord, die ARD, die sich ebenfalls dazu äußerte, wie Pinocchio aussehen lässt. Obwohl die Fakten gegen die ARD sprechen, hält diese an ihrer Version der Geschichte fest. Der eigentliche Skandal daran ist aber, dass Leifels als Journalist einen Kollegen verklagen wollte, wenn er einen kritischen Beitrag nicht sofort löschen sollte. So eskaliert nun die Sache zwischen Herrn Newstime, Dennis Leifels und Drachenlord. Doch Verlierer ist im Voraus Dennis Leifels, denn er zeigte, Meinungsfreiheit ist für ihn ein Fremdwort.